Jo, schönen guten Tag. Ich bin hier in London und hab mir die neue Vive Cosmos angeguckt. Die lang erwartete VR-Brille von HTC. Das ist nicht ganz der Nachfolger der Vive Pro, sondern es ist sozusagen das nächste Consumer-Headset, was so sein soll wie die Vive. Und es ist nämlich auch deutlich günstiger als die Vive Pro. Kostet 799 Euro, also 800 Euro. Das Gerät und hat eine höhere Auflösung noch als die Vive Pro, nämlich 2880 mal 1700. Das Sichtfeld liegt bei 110 Grad, das ist genauso wie bei der Vive Pro. Was aber schön ist, hier sind die Kopfhörer, die schon bekannt sind, vom Deluxe Audio Strap dran. Und das Wichtigste natürlich, das Tracking ist nicht mehr extern, sondern das ist Inside Out. Man sieht hier die 6 Tracking-Kameras, die hier drin sind. Genau. Ist ein schönes, leichtes Headset. Die Ergonomie ist deutlich besser als bei der Vive Pro. Hat dieses Halo-Design und man kann es hier schön aufklappen. Der Controller, die sehen auch sehr gut aus. Allerdings muss man sagen, es gibt wenig Innovatives. Das ist alles schön und gut, aber im Vergleich mit der Oculus Rift S, die deutlich günstiger ist, und der Vive Index, die halt ein paar Features hat, nicht Vive Index, sondern Valve Index, die ein paar Features hat, die es hier nicht gibt, müssen wir mal sehen, wie sich die Vive Cosmos auf dem Markt behauptet. Ich bin gespannt.